Hallo, herzlich willkommen zu dem jetzigen Teil. Hi. Ja, bin ich steppert. Zwei Tage später und wieder so derbe heiß, aber dafür sind die Top-Teile endlich mal getrocknet und wir können eigentlich theoretisch das Kreppband abnehmen ohne Probleme. Ich meine, nach zwei Tagen ist es bei der Hitze sowieso durchgetrocknet. Ich habe jetzt hier bei einem schon mal alles abgemacht. Sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Das Ergebnis ist wirklich zufriedenstellend, finde ich, dafür, dass es hier im Garten mit ohne großer Werkbank gemacht wurde. Bin echt happy damit. Jetzt muss es aber noch geschliffen werden. So, da ich vor ein paar Tagen den Schwingsteifer irgendwie kaputt gekriegt habe, also naja, ich denke mal, es ist einfach nur Verschleiß, weil die Kohlen vom Motor, habe ich mal nachgeschaut, die waren schon komplett runter. Und das war so ein günstiger, da brauchte man sich auch echt nicht die Mühe machen, das zu ersetzen. Deswegen weg damit. Und heute mit Handschleifer ist aber auch viel genauer und man weiß genau, was man getan hat, finde ich. Deswegen würde ich sagen, machen Sie mal alle Bänder ab, schleifen die ganzen Top-Teile erstmal rund, brechen die Kanten, machen alles ein bisschen runder. Und wenn wir heute noch das schaffen, ist es Sonntag, das heißt, wir dürfen nicht wirklich laut sägen, können wir vielleicht noch die Schallwände einlassen und dann auch schon die ersten Top-Teile vielleicht sogar streichen. Das wäre natürlich super, wenn wir schon ein bisschen Lack aufbringen könnten, gerade weil der bei den Temperaturen super schnell trocknet. So eine Scheiße! Alter, das ist doch nicht wahr. Guck dir mal den Kack an. Wir hatten letzte Nacht in Berlin extremes Unwetter und es war einfach total im Regen. Kurze Nebengeschichte, wir kein Scheiße sind wirklich nachts 0 Uhr noch nach Brandenburg rausgefahren und waren bei Gewitter und Regen baden. Ja, ist nicht die schlauste Idee, aber es war ultra geil, weil das Wasser total warm war und mega. Gut, woran ich natürlich nicht gedacht habe, ist, wenn es so krass regnet und das ganze Ding hier im Schuppen steht, wo unten natürlich Sand, Sandboden ist, wirbelt alles hoch und hat mir alles komplett verdreckt. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu überbelichtet ist bei euch. Ich glaube, jetzt könnt ihr ein bisschen besser sehen, was ich meine. Überall die ganzen Spuren hier von dem ganzen Dreck. Wundervoll. Eine Stunde später bluten mir echt die Hände, muss ich sagen. Aber ich habe es geschafft. Alle vier Top-Teile sind geschliffen. Ihr seht, die Kanten sind extrem abgerundet. Also das heißt extrem, aber dafür, dass es normal geschliffen ist, sind sie, finde ich, sehr, sehr, sehr abgerundet. Vorne die Kanten habe ich nur ein bisschen gebrochen, damit sie einfach nicht sehr scharfkantig sind. Aber die Außen habe ich schön rund gemacht und die Ecken ebenfalls noch mal ein bisschen nachgeholfen. Bei vier Top-Teilen kommt eine ganze Menge zusammen, muss ich sagen. Meine Hand verkrampft sich auch so ein bisschen. Aber hat sich echt gelohnt, wie ich finde. Jetzt werde ich noch ein bisschen ausmessen, wie breit ich hier die Quadrate machen muss, die hier reinkommen. Und dann werden wir mal sehen, was wir jetzt für eine Arbeit machen, die keinen Lärm macht, weil es ist Sonntag. So, jetzt bereiten wir die Box aufs Lackieren vor. Warum denn vorbereiten, habe ich ja schon mal erwähnt. Wenn wir den Deckel gleich raufgeleimt hätten, würden wir nicht mehr in den Port reinkommen, um die Box auch im Port zu lackieren. Weil der offen ist, können wir locker reinsehen und würden sehen, ist ja noch Holzfarben. Würde ein bisschen komisch aussehen. Deswegen muss hier drin auch der... Muss jetzt hier ein scheiß Flugzeug lang fliegen? Ich glaub's nicht. Deshalb muss der Port auch lackiert werden. Das müssen wir halt vorher machen, solange wir noch rankommen. Deswegen müssen wir halt auch diesen Streifen, wo später der Deckel hinkommt, abkleben, die 1,2 mm, damit wir keinen Lack drauf haben und wirklich der Deckel dann auch hier wirklich da drin sitzen kann. Trotzdem müssen wir hier und den Port selber und hier hinten schon ein bisschen lackieren. Wie gesagt, damit es am Ende einfach schön aussieht. Bevor wir aber damit anfangen, müssen wir erstmal ein bisschen ganzen Staub abpinseln vom Schleifen noch und nassen Lappen nehmen am besten, um den letzten Staub noch wegzumachen, damit der Lack auch wirklich gut hält. So, ich habe jetzt mal einen ausreichend nassen Lappen geholt. So, damit putzen wir jetzt mal die Box hier von innen ein bisschen, damit wir, wie gesagt, den überschüssigen Staub wegkriegen. Denn unser Warnex-Lack soll ja hier ordentlich gut Fuß fassen. Ich sag mal so, im Port ist jetzt nicht ganz so wichtig, dass der Lack extrem gut hält, weil da sowieso nicht viel rankommt. Der Lack ist ja auch dafür da, um die Boxen ein bisschen vor Stößen und so zu schützen. Das ist natürlich außen viel wichtiger. Dennoch soll er ja ordentlich halten und nicht schon beim Streichen irgendwie Probleme machen, wie auch immer. So, bei den Temperaturen trocknet es Gott sei Dank auch sehr, sehr schnell. Dann können wir jetzt nämlich schon unsere Farbe nehmen, die anmischen. Naja, anmischen, also in diese komische Ablage legen und beginnen. So, ich habe noch nie mit weißem Warnex lackiert. Ich bin gespannt, ob ich das hier ohne Probleme hinkriege. Okay, nice. Ich glaube, der ist so heiß geworden, der ist richtig klumpig. Den müssen wir erstmal nochmal umrühren. Leute, ohne Scheiß, ich kann so dumm sein. Natürlich habe ich vergessen, erstmal alles abzukleben, damit wir hier nicht schon den Rand bestreichen, weil sonst würde ja nachher der Deckel nicht mehr reinpassen. Echt blöd. Deswegen messen wir erstmal jetzt von jeder Kante 1,2 mm ab, weil das ist nämlich genau der Abstand, den wir nicht bestreichen wollen. So Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich auch nicht gerade von der Dummheit befreit worden. Hier sind ganz viele Linien, die einfach alle nicht gerade sind, alle nicht passen. Naja, ich habe auch kein Radiergummi. Das war alles total dumm angezeichnet. Bäh.
Naja. Hab mir mal eben so eine kleine Alu-Stange hier zurechtgefräst. Jetzt rühren wir den ganzen Bums erstmal um. Gott, jetzt bin ich echt mal gespannt. Ich habe noch nie weißen Lanex aufgetragen. Wahrscheinlich ist das für richtige Mal. Ich sehe gerade dieses Video sehen, so richtig von wegen. Mein Junge, stell dir so an. Aber für mich ist das eine Sensation. Okay, ich kann gleich deutlich mehr rauf. Okay, wir tragen erstmal eine etwas dünnere Schicht auf, würde ich sagen. Und dann, das trocknet ja sowieso gerade in Echtzeit gefühlt. Und dann gehen wir nochmal rüber. Aber auch nur, dass es hier Busterflex Port wirklich gut deckt, hat das nächste damit zu tun, dass wir jetzt eine höhere Widerstandsfähigkeit erreichen wollen. Das wäre dann außen der Fall. Ich bin so gespannt, wie es am Ende aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nämlich so keine Ahnung, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Aber bis jetzt, wir sind ja schon mal auf einem guten Weg. So, vom Anstreich gerade eben habe ich erstmal den Pinsel und die Rolle in Alufolie eingepackt. Das ist ein Mini-Quick-Tipp, wenn ihr das nur ein paar Stunden, sage ich mal, frisch halten wollt. Braucht ihr sofort auswaschen, einfach Alufolie rummachen und gut ist. Dann könnt ihr es mal wieder auspacken und weitermachen. Ich wurde schon wieder nicht von der Dummheit verschont und dachte mir so einfach, wieso? Naja, wie auch immer. Während wir das gestrichen haben, hätte ich auch schon lange den Deckel vorbereiten können, weil wir müssen ja praktisch hier auch noch zur Trennwand der Endstufe abkleben. Wir könnten theoretisch alles streichen, aber wir bekommen wieder so ein minimales Höhenproblem. Das muss auch nicht sein. Und können uns auch ein bisschen Lack sparen. Deswegen, kurzes Innenmaß genommen, das sind 40 cm. Das werde ich jetzt gleich ausmessen, eine Linie machen, abkleben und dann können wir auch gleich schon den Deckel von innen streichen, mit dem wir ja sowieso oben reinsetzen. Das hätte ich ja gleich mitmachen können, aber natürlich habe ich daran nicht gedacht. So, da brauchen wir, oh, voller Fokus, runtergefallen, auch geil. So, da brauchen wir auch ein bisschen längeres Werkzeug. Das sind Pfirsich, Flup und Flup, Rams. Natürlich müssen wir auch die Kanten hier außen abkleben, sonst wird es mit dem Leim nachher ein bisschen schwierig und ein bisschen doof auf jeden Fall. Deswegen kleben wir es jetzt auch ab und wenn wir jetzt die nächste Schicht in der Box rauftragen, können wir hier auch gleich noch mit kleistern. Weil ich verhindern will, dass wir tausendmal die Rolle hier auf und zu machen, will ich die Tops gleich mitstreichen. Aber dazu müssen wir die erstmal so halbwegs fertig machen. Und zwar dadurch, dass er bei den Tops im Flugrahmen rankommt, damit man die, wenn sie stehen, anschrägen kann oder man Frott daran machen kann, was auch immer, brauchen sie ja zwei Flugpunkte mit Gewindeschrauben. Also mit gewundenen Muttern. Dementsprechend müssen wir auch ein Loch bohren. Das Loch würde ich in dem Fall aber vorm Lackieren bohren, weil wir auch eine Fräsung machen, dass ich praktisch eine Senkkopfschraube reinschrauben kann, ohne dass ich einen Flugrahmen verwende, wenn ich praktisch nur als Würfel habe und damit ich nicht immer den Flugrahmen dran haben muss. Immer wenn ich Aufnahme, wir legen mal wieder mit unserer typischen kleinen einfachen Diagonale die Mitte fest. So, jetzt haben wir die Kreuzchen hier, wo wir jetzt das Loch reinbohren können. Wichtig ist, das ist 10 mm, das ist 10 mm Multiplex und ich glaube, dass die Einschaltmutter, wenn die sich richtig anzieht, ein bisschen rauskommen könnte. Deswegen wäre es, glaube ich, schlau, noch ein kleines Holzquadrat hier reinzuleimen als Gegenstück, dass wir auch genug Futter haben und die Schraube auch tief genug drin sitzt. Ja, ich überlege mir das mal und dann machen wir das. So, wir müssen das mal rausfinden, ob ich hier noch ein Holzstück reinmachen muss als Distanzhalter. Ich muss mal gucken, wie tief die Einschaltmuttern sind, weil wir haben bloß 10 mm Multiplex. Und wenn die Einschaltmutter jetzt genauso lang ist, naja, nö, das passt eigentlich. Selbst wenn ihr sich hier richtig reinzieht, kommen wir noch nicht ganz raus, das passt geil. Müssen wir sogar nicht so ein kleines Holzstück noch reinmachen, dass praktisch die Mutter weit genug hinten sitzt. Das passt sogar so. Das finde ich sehr schön. Gut, dann bohren wir jetzt die Löcher vorher, damit der Lack praktisch noch ins Loch reingeht, weil ich nämlich eine kleine Rundfräsung noch mache, damit man, wenn man den Flugrahmen nicht dran hat, noch Senkkopfschrauben reinsetzen kann, damit es nicht ganz so scheiße aussieht, wenn man den wirklich nur als Würfel irgendwo hinstellt. Da muss man nicht jedes Mal den Flugrahmen drin drum haben und hat ein offenes Loch. Dann kann man einfach eine silberne oder weiße oder schwarze, was ist auch immer. Dann kann man hier einfach irgendeine Schraube reinmachen und fertig. So, ein bisschen Zeit ist verstrichen. Die zweite Schicht ist jetzt schon drauf. Ich würde sagen, wir ziehen schon mal ein bisschen das Klebeband ab und können dann schon mal langsam sehen, ob das Abkleben was gebracht hat oder ob es da irgendwie runtergeflossen ist. Hey, das sieht doch super cool aus. Sehr scharfe Kante, wunderbar. Übrigens, achso, ihr seht im Hintergrund übrigens noch, ich habe hier noch schon die beiden Tops gestrichen, habe einfach schon die Löcher gebohrt für die Einschlagmuttern, die an Draht gehangen, damit ich die von allen Seiten schon streichen kann, damit man das nicht irgendwo sieht, wo man es draufgestellt hat. Das klappt sehr gut. Hier habe ich nicht gerollt, hier habe ich mit einem Pinsel gemacht und alles komplett getupft. So hat es diese richtig schöne Warnex-Lackstruktur, obwohl das auch praktisch nur die erste Schicht ist. Ich mache mal so eine erste Schicht, dass erstmal alles deckt. So wie hier vorne habe ich auch schon ein bisschen was gemacht an den Kanten. Sieht noch scheiße aus, aber ist wirklich nur zum Decken erstmal gedacht. Danach wird es dann mal kurz angeschliffen und dann kommt erst die richtige Struktur, sag ich mal. Der Leim ist nicht ganz fest, aber ich würde sagen, wir können trotzdem schon mal
die Zwingen lösen. Es ist nämlich schon, es ist schon verdammt fest, aber der ist noch nicht komplett durchgetrocknet. So, nehmen wir jetzt mal alle Zwingen ab und dann können wir nämlich schon anfangen, den Boden zu schleifen, um heute Nacht noch zu lackieren. Voll geil, das erste Bassgehäuse, was eigentlich schon richtig Form angenommen hat, weil einfach mal alle Holzteile dran sind. Ich finde es richtig cool, der Port ist ganz gut geworden, der ist auf jeden Fall weiß, so wie er sein soll. Ja, das ganze Gehäuse. Los, hört sich aber lustig an. Ja, ja, hört sich witzig an. Genau, jetzt schleifen wir praktisch die Unterseite hier, die ist noch nicht ganz trocken, aber zum Schleifen würde es auf jeden Fall reichen. Dann noch einmal komplett den Staub abwischen mit nassen Lappen und dann können wir auch schon lackieren, damit das morgen früh komplett trocken ist und wir die zweite richtige Strukturschicht drauf machen können, weil wir jetzt bloß die Deckschicht drauf machen werden. Ich muss sagen, das Projekt bockt mit jedem Tag mehr. Wird schon wieder dunkel draußen, ich habe ISO schon auf 800, Leute. Auf 800! Ich meine, ich arbeite ja extra immer spät, damit es nicht mehr ganz so heiß ist, aber der Nachteil ist, der Lack braucht jetzt ewig zum Trocknen. Also muss ich mir irgendeine andere Beschäftigung suchen. Deswegen dachte ich mir, machen wir doch jetzt mal den Frontschaum. Und zwar habe ich mir von Adam Hall ja so ein Vintage-Bezug bestellt. Ganz ehrlich gesagt, das war ein Fehlgriff. Ich wollte eigentlich dieses Neopren-Zeug haben, was auch L-Acoustics bei seinen Boxen verbaut. Aber das ist trotzdem ziemlich schick, finde ich, der Stoff. Den finde ich jetzt nicht hässlich. Den nutzt man auch bei Gitarren-Amps und so weiter. Und ich werde es folgendermaßen machen. Ich wollte am liebsten eigentlich ein Gitter außen haben und dahinter Schaum. Sah mir aber ein bisschen zu PA-mäßig aus und ist vor allem, das ist wirklich auch einer der Hauptgründe, ist vor allem viel aufwendiger, weil man einfach ein Gitter bestellen muss. Das muss man Pulver beschichten, damit das wirklich ordentlich aussieht. Wenn man es einfach nur lackiert, stumpf, sieht es ein bisschen dumm aus. Und also blieb die beste Option Stoff außen. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wir brauchen irgendwas, was man wieder rausnehmen kann, ohne groß rumzuschrauben. Oder was aufwendig ist, wenn was am Treiber ist oder bäh. Des Weiteren soll es aber schön aussehen. Ich hatte keinen Bock, dass man oben vier Schrauben vom Gitter sieht. Es soll komplett plan und hübsch sein. So, da blieb nicht so viel. Außer, was mir eingefallen ist, wir bauen einen Holzrahmen. Dieser Holzrahmen passt dann praktisch perfekt hier rein. Sollte aber ungefähr 1 mm pro Seite Spiel haben. Einfach aus dem Grund. Wir haben praktisch einen Holzrahmen und werden diesen Stoff darüber bespannen, wie eine Leinwand. Dahinter kleben wir noch 1,2 cm starken Akustikschaum von Adam Hall. Und dann haben wir einen richtig hübschen Frontschaum, würde ich sagen. Den 1 mm Platz lassen wir aus dem Grund, weil ja praktisch der Frontschaum hier rüber gespannt wird. Und wir brauchen nicht mehr Schrauben, weil das hält dann selber, wenn wir es reinspannen. Weil es außen so Stoff ist, wie so eine Feder. Das heißt, wir brauchen es so reindrücken, dann hält das richtig gut. Deswegen habe ich auch die Schallwand 3 cm rein versetzt, weil der Treiber kommt 1,5 cm hoch. Wir haben hier ungefähr 14 cm und haben 14 cm. Wir haben hier 1,4 cm, also noch ungefähr 1 mm Spiel, was doch perfekt ist, weil auch der Stoff oben rüber geht. Und somit sollten wir relativ plan hier oben ankommen, wenn nicht sogar, was mir lieber wäre, ein kleines Stück weiter reinrutschen. Ich Idiot habe nur gerade Folgendes festgestellt, ich habe kein Geodreieck, kann mir also keinen 45-Grad-Winkel bestimmen. Aber ich kam gerade auf eine Idee, ja, auf die kam ich sogar selber. Ich muss irgendwas machen oder irgendwie tricksen mit dem, was ich gerade hier habe. Und da kam mir einfach die Idee, dass ich mit dem Zirkel mir einfach den Abstand, kann man das überhaupt sehen? Ja, dass ich mit dem Zirkel praktisch diesen Abstand hier bestimme und dann brauche ich bloß noch hier rumgehen, dass ich den gleichen Abstand hier habe, hier in der Marke setzen und dann diesen beiden Punkten durchziehen. Das mache ich jetzt bei allen Längen. Was ist denn gerade mit dem scheiß Handy hier los? Alter, hört ihr das? Das geht mir voll auf den Sack. Bist du jetzt fertig? Oh! Was? Wer ist denn das? So, ich habe demjenigen jetzt virtuell auf die Schnauze gehauen. Ein Arzt sagte mal zu mir, doof bin ich nicht. Aber es gibt so Momente, da fühle ich mich einfach richtig dumm, weil ich auf die einfachsten Sachen nicht komme. Ein Zirkel, Alter, da müsst doch einfach...
das und dann bist du gleich hier nochmal auf der Länge. Dann hast du einen 45 Grad Winkel. Ohne Scheiß, Nico. Oh, das ist so richtig Dummheit. Das ist schon Hardcore-Dummheit. So, nachdem wir es dann endlich mal geschafft haben, Leute, wir haben ein ganz neues Level an Dummheit erreicht. Jetzt habe ich es ausgemessen und gesägt und da fällt mir auf, ich sehe es gerade hier im Regal, ich habe hier eine Gärungssäge. Eine Gärungssäge in allen verschiedenen Möglichkeiten, wie ich im Winkel einstellen kann. Ich habe mich steppert. Beim dritten Mal habe ich es dann. Beim dritten Mal habe ich jetzt die richtige Möglichkeit gefunden. Jahuhu! So, endlich haben wir mal die passende Endlösung hier. Der Winkel hier, der stimmt schon mal. Nico, Alter, ohne Scheiß. So, jetzt haben wir hier unser passendes Stückchen, was auch im Winkel jetzt sehr gut hinhaut. Wenn wir alle Stücken haben, würde ich sagen, wenden wir wieder die Truppeltechnik an. Na, ein bisschen Platz hier machen. Nehmen wir wieder unsere witzige Wasserwaage als Anschlag. Okay, wenn wir alle verklebt haben, drehen wir den Bums wieder vorsichtig und snacken uns nun ein bisschen Leim. So, auch hier reicht wieder ein kleiner Tropfen. Also es muss echt nicht viel sein. So, dann klappen wir das wieder ein bisschen hoch. Schewups. Ah, siehst du? Jedes Mal vergesse ich das. Klebestreifen vorbereiten. Und dann fügen wir alles zusammen. Cool. So, jetzt haben wir hier unseren Rahmen, der auf Gärung geleimt ist. Er sieht noch ein bisschen schäbig aus, aber in wenigen Augenblicken ist er trocken und dann können wir ihn schleifen und den Stoff herumspannen. Hui!